Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Donnerstagmorgen. Einen wunderschönen. Gestern ist ja der wunderschöne Tucano nochmal fertig geworden. Und dann habe ich mir jetzt den Premium hier geschnappt, mit den zwei Anhängern und werde jetzt eben gleich nochmal diese 4000 Liter Sojabohnen abzapfen. Und das Zeug wird dann auch gleich einmal in den Seedmaker gepackt. Und das zweite Mal zu den Schweinen, also die Sojabohnen. So, was gilt heute? Radio natürlich am Arm gemacht. Wir haben auch ein bisschen. Eine Aufhellung. Aufhellung. Ich glaube schon irgendwie so. Ich weiß gar nicht, ich habe den. Ich habe jetzt gerade den passenden Ausdruck vergessen. Das ist nicht so schlimm. So. Ja, ich muss tatsächlich noch, ich sag's nochmal, aber ich hab, ich hab gestern nochmal ein bisschen an den Soundeinstellungen herumgespielt. Und deswegen bitte in die Kommentare schreiben, wenn die zu laut, zu leise, der Spieß aber nicht zu laut, das ist normalerweise eigentlich nicht zu laut. Das ist ein relativ normalen Bereich. Fahrzeug, au. Ansonsten einmal kurz schreiben. In die Kommentare linken, passt die Sache. So, wir fahren das gespannt jetzt gleich nochmal runter zu unserem Hof. Das machen wir noch kleine Druck. Oh, dann liegt die Luft, genau. Da liegt das wunderschöne Gras schon flach am Boden. Und warte drauf, geschwadet zu werden. Oh, ich hab's fast wieder vergessen, ich muss bremsen. Ich bin ja nicht ganz voll diesmal. Ich glaube, das sind die Schubkräfte nicht ganz so doll. Ja, ich muss ganz vorne, das heißt muss, aber ich möchte ganz vorne reinfahren, weil da kann ich immer schon wieder drehen und vorne rausfahren ohne Problem. Ich verpasse die Einfahrt, ich denke erst da vorne geht's rein. Ich weiß nicht wieso. Entweder war da vorne gleich auch nochmal eine Einfahrt oder so. I don't know. So. Ja, da kann man entladen und vorne entladen auch bitte, danke. Hinten ist leer, machen wir vorne nochmal leer. Passt. Nur gucken, dass ich wieder rauskomme. Oder die Uwe anecke. Oh, das ging sogar. So haarscharf, aber es ging. Zum Verkaufen haben wir nichts. Das heißt, die Anhänger können wieder an ihren gewohnten Platz zurück. Und da erstmal wieder dann auf den nächsten Einsatz fahren, außer wir nehmen noch eine Dreschermission an. Das ist natürlich auch möglich. Ich lasse den Schirm jetzt einfach da gleich mal vorne dran, weil ich weiß, wenn man dann. Ich guck mal kurz nach, weil mich interessiert. Hallo? Jetzt speichern wir ganz kurz. Weil mich interessiert tatsächlich. Warte mal, das ist falsch, da muss ich hin. Dreschermissionen. Ich werde erstmal. Nee. Oh. Oh. 26.408. Wo ist die 108? Die haben wir doch schon mal gesehen, oder nicht? Ach, die ist gleich um die Ecke. Ist die Frage, wollen wir es machen? Ist halt wieder eine ziemlich langwierige Aufgabe und wir sind eigentlich im Bereich, was wir machen müssen. Ja, Ich warte noch ein bisschen. Aber, oder sollen wir sie annehmen? Boah, ich weiß nicht. Ich markiere sie mir schon, aber bei 26.000 ist schon nicht schlecht. Nee, die sind mir tatsächlich zu billig. Nee. Es sind noch viele mehr Missionen. Nee, die sind mir auf jeden Fall zu billig, die. Für Kartoffelernten? Nee. Okay, es gibt keine passende Dresche-Mission. Details. Falsch was. Da kriegen wir Kartoffeln, die brauchen wir eh noch ein bisschen für unsere Schweindels. Wir nehmen sie an. Jo, sie ist angenommen somit. Ich habe kein Zurück mehr. Deswegen werde ich mich gleich mal da. Aber wir haben immerhin einen LKW, das ist schon mal nicht schlecht. Also LKW ist, glaube ich, immer gut. Oh, der Händler hat noch Rotor zu. So, ganz kurz aufgemacht, der Teil.
Starte den Motor und bremse raus und du läufst dann und dann geht's direkt mal runter. Wir sind tatsächlich nicht allzu weit weg von diesem Hof auch. Das heißt, ich muss mal gucken, wo der Verkaufspunkt liegt. Warum fahre ich denn? Ich fahre kurz über unseren Hof und dann fahre ich über die Straße dahin. Oder hätte ich abkürzen sollen? Warte mal. Kurz auf die Karte nochmal gucken. Wenn ich... Ich muss sagen, ich wäre glaube ich schon schneller, wenn ich die Abkürzung genommen hätte. Oh, ich könnte auch jetzt da hoch, da, dann da. Ach nee, das war's. Dann fahre ich jetzt noch zurück. Und wir nehmen da den Waldweg. Ich hoffe, er wird uns nicht zum Verhängnis. Aber ich will ein bisschen vorankommen, diese Mission nicht allzu lange dauert. Oder hier in einer Schlacht der Kopf. Ja, war das immer so schön? Ja, das war nicht aufgefallen. Einfach ein Schild war aber gut. Ah ja, wir haben auch noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen ja unsere Wiesen immer noch fertig machen. Hier müssen wir dann noch das Stroh von den Feldern holen. Und wir sind natürlich nur die zwei hier, die relativ nah am Hof sind, also haben wir keine zu langen Fahrtwege. Und wir müssen noch dann halt auch anziehen wieder. Aber ja, das kriegen wir alles easy durch. So, er läuft dann mit 25. Da können wir tatsächlich nicht Vollgas fahren, weil das ist so schnell poppert. Oder wackelt. So. Anfangs hatte ich tatsächlich Bedenken, dass wir hier gar nicht durchpassen. Aber der Weg ist erstens breiter, als ich in Erinnerung hatte. Und zweitens, das Gerät an sich ist auch nicht so breit. Ich fahre tatsächlich jetzt einmal hier gerade. Oh. Okay, die Sperren haben es gerettet. Das ist nicht gut. Ich fahre dann nochmal hier vorbei, dann müsste ich normalerweise hier vorne gleich fertig, dann fällt auch rauskommen. Weil da vorne hatten wir schon kleine Probleme mit dem Aufkochen, nämlich dass wir da runter wollen und dann hat man komplett auf. Oh, ein Auto. Moin, kommt noch eins. Ein Auto zu gehen. Und so fast geht. Das heißt, wir fahren hier noch kurz rüber. Und dann klappen wir das halt direkt auf. Drehen. So, machen wir das mal an. Dann machen wir auch wieder. So, ich muss jetzt einfach an, wenn wir das noch nicht lernen. Also, wenn wir das noch einreiten. So, wenn wir natürlich auch die Fehler, das natürlich auch wunderbar. Dann fällt die Nummer 108. Und dann gehen wir nach 7. Aber ich bin jetzt bei alles bei 3 Meter und ja, das glaube ich mal, dann können wir dann können wir mal kurz im Spiel. Ja, das sind ein paar Bahnen. Dann wünsche ich dir natürlich viel Spaß. Ich speichere mir ganz kurz. Wir müssen jetzt dann auch nochmal Kurse anbieten. Ordner für die Kurse, so meinte ich's. Ich schaue jetzt mal kurz, was der Tatra ist. Der Tatra. Ja, den brauchen wir natürlich dann auch gleich. Da kann ich das nicht Wollen wir hier mal einen LKW doch tatsächlich? Während der Aufnahme bin ich tatsächlich so gut wie noch nie einen LKW gefahren. Boah, das hat gut geklappt. Ich glaube nicht, oder? Soll ich nicht sagen.
Nee, war auf der, der Käfig hat noch keinen LKW. Auf der Stadtenbach hatten wir bis jetzt auch noch keinen, bis auf den Taträtsel momentan. Und auf der Kriminalerade haben wir auch keinen. Dann bleibt noch die... Oh, wie hieß das denn jetzt? Oh, schön mal wieder hier, dass ich das mache. Kreiselberg, oder? Kreiselberg, muss ich dir sagen. Da hatten wir auch keinen LKW. Und sonst hatten wir so noch ein Projekt. Noch so ein Projekt anderes? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ansonsten, wenn ich es jetzt vergessen habe, tut es mir leid. So, wir sind auch schon angekommen am Kartoffelacker. Ich parke hier mal ganz dreist hier auf dem Weg. Das fährt eh keiner. Versuch mal. Ja, der passt, der kann hier stehen bleiben, der kann hier warten auf seinen ersten Einsatz. Plane machen wir schon mal runter. So. Das ist nicht ganz optimal. Dann würde man das da. Ja. Das heißt, man muss ganz kurz außerdem fahren. Ganz optimal, aber kann man auch nichts ändern. Ja, das geht. Dann man muss den... Jetzt kann man arbeiten. Okay, passt. Mal gucken, bis wann er wieder ansteht. Wir fahren jetzt schnell in Deutschland nach Hause, weil es steht da hier noch Ewigkeiten rum. Und da hat er auch keinen Sinn. Und der Schneider ist dann schon vorne, das passt auch. Ich werde eigentlich schon mal die Felsen schnappen und hierher schicken. Nee, schon nicht. Aber komm, das passt. Aber der Fan steht schon von der Sämaschine, ich werde ihn gleich den Felsen schnappen und hier. Auf das Feld ansetzen, auf vorher, und wenn man dran denkt, ja, gut. Wenn man Filter verdient, dann tun wir mit dem. Nee, Big X. Nee, Big X. Ja, dann müssen wir es halt im Team. Das heißt, wenn mit der Sendmaschine, wo wir Big X bin, das heißt, ich sollte einmal zwei. Oh, das voll. Ja. Ja, in der ersten Bahn muss ich dazu eben selber machen, das könnte eigentlich dann durch den CP-Fahrer machen lassen. Das abfahren. Und dann brauche ich den Kurs dann hinmachen zur der Stelle, wo das abladen muss. Dann würde das schon autonom laufen. Und wir können uns unseren Aufgaben widmen. Ich glaube, das werde ich dann auch machen, aber die erste Bahn oder die ersten zwei Bahnen werde ich noch selber abfahren, weil es einmal ein bisschen problematisch ist, weil halt überall am Wegrand Bäume stehen und mir ist nicht ganz schön. So, wir fahren in Deutschland einmal kurz hoch zum Abwaschen und dann kommt heute sicherlich in den Einsatz. Nun Auftreiber kommt fast wieder da, wo in Einsatz hätte kommen können, auf jeden Fall preistechnisch. So, ich komme jetzt ganz kurz zum Wagen. Ich hab doch gelernt, wenn ich die abgeschaltet habe, soll ich keine hier einzeln fahren. Aber halt das. Ich werde das jetzt ganz beziehen, dass ich meinen Wagen habe. Da sind wir eigentlich noch nicht da, wenn man so gezählt. Ich muss eigentlich hier vorne da wieder rechts sein, damit ich schnell bei ihm bin. Ich muss den auch noch einstellen, dass er während Abladen anhalten muss. Das werde ich dann auch gerne machen. Ich muss jetzt rein. So. Da wird es unter ihm anzuschauen. Das sieht mich nicht, wenn ich jetzt über den Bestand fahre. Was natürlich auch nicht kaputt geht dran. Also. Ja, anders geht es momentan, wenn ich die erste Bahn. Aber mit breiten Kuchen gemacht. Aber er steht auch noch optimal da. Und
Vielleicht werde ich schnell sagen, dass ich den Kaplan anhalten sollte. Genau, das passt. So, jetzt sind wir den Kaplan natürlich schon da. Das heißt, wir können ihn dann gleich entladen. Das ist ein ganz verhaus. So, ich gehe schnell zum. Da ist der Drescher. Weil den wasche ich schon ab, damit der wieder glänzt für den nächsten Einsatz. Reparieren gleich muss ich noch nicht, das sieht noch relativ gut aus, aber ich gucke mir gleich noch mal an auf. Nicht, wenn wir hier Verluste machen, das war natürlich auch nicht angenehm. Oh, das ist immer okay. So, passt, das ist wieder relativ sauber. Das heißt, ja, das ist bei 2,38% der Drescher. Sehbar, also ja, passt auf jeden Fall. Ja. Ich muss nur gucken, habe ich das Tor zugemacht oder ist noch offen? Ich glaube, ich habe es offen gelassen. Aber die Scheibe da vorne kann ich schon sehen, ich habe das Fenster, da ist noch offen. Das heißt, wir können hier. Da sind wir beide, aber anscheinend doch nicht. Warte mal. Also, wir können die Tore nicht vorwärts fahren und jetzt werden wir nach hinten schieben. Ich bin ein bisschen mehr Schwung, ein bisschen mehr Platz in anderen Winkeln, da kommen die da mal rein, wenn da die hängen bleibt. Oh, ja, boah, ganz knapp über den. Ja, steht ein bisschen weit drüben. Fahren wir mal ein bisschen raus und dann. Aber da verpackt sich teilweise der Sound ein bisschen. Das ist ganz so angenehm. Oh, wir sind raus. Warte, Leute, ich hab's gleich. Ein Leck und wir sind raus. So, jetzt passt es auch, wir sind weiter mit drin. Ist es doch nicht. Ich hab die Länge schon vorne hinter mal nicht gedacht. Das heißt, wir müssen hier noch ein Stück wieder zurück. Jetzt passt es aber eigentlich. Das ist hier immer hinten. Kann ja jemand Arm die ganze Zeit fahren. Gangschalt ist hier vorhin dann lassen. Ich bin noch ein bisschen auf die ganze Schulter ausgeschaut. So, geschafft. Wir machen also schon das kann also das nächste Mal reingehen oder ausmachen. Und Umleuchte aus, passt. Das heißt, Tore zu. Und wir gucken uns, den fahren wir kurz aus dem Weg, schon hat der Kollege, oder schon mal gut. Ich kann schon wieder 91% und wir fahren. Sorry dafür, aber ich muss jetzt ganz kurz rüberfahren, weil ich da nicht mehr sehe. Da ist es zu lange. Passt eigentlich in so einen Vollland rein hier. 9500 Liter, okay. Also fast 10.000. Aber war das vorher nicht anders? Weil jetzt hier laut Ding im roten Bereich jetzt schon. Und vorher war dann. Hört das so? Glaube nicht. So, gehen wir auch mal. Ne, warte. Da muss ich schon mal hin. Also starten wir noch mal ganz kurz nicht schlecht die Sound. Jetzt schauen wir uns gleich die Sehmaschine schnell. Damit wir da auch mal das aufgemacht haben.
wo die Kinder wieder ansetzen kann. Und wenn man hier weiterarbeitet. Okay. Ein bisschen zu schnell fast. Hier hin. Was? Dann beginnen wir mal schon mal auszuklappen. Abbremsen natürlich. Ich gebe ihm einfach mal Allrad, ich weiß nicht, ob er es braucht. Aber bevor er dann wieder rummeckert, gebe ich es ihm schon mal. So, wir sind ja auf Feld 80, ich habe es mir gemerkt, ja. Sehen, da haben wir es auch, den haben wir, das sind tatsächlich Kurs, die ich noch eingeordnet habe, der bereits eingeordnet habe, weil sie relativ am Anfang, ach das Rush, sag ich mal, was soll jetzt starten. Ach warte mal, was sehen wir denn an? Ich würde tatsächlich sagen, wir machen mal eine Sojabohnenrunde, was gut Geld gibt. Oder, warte mal, ich muss kurz nachgucken. Ja, Sojabohnen gibt es schon am besten. Ja, muss man wirklich sagen. Ich dachte, Raps, nee. Okay, gut, das heißt, wir machen nochmal Sojabohnen hier drauf. Wir können den nochmal wieder wechseln. Ja, machen wir nächstes Mal. Machen wir nächstes Mal. So, dann wünsche ich viel Spaß. Dann. Der ist auch schon voll. Ja, ich wollte gerade gucken, ob ich ihn abhaben muss. Ich muss wieder drin. Vorne, ah, da sind sie. In der Ecke. Hat ein bisschen Raum. Ich glaube, ich gehe ein bisschen unnötig, dann sieht sich gerade so brutal aus, wenn wir da mitten überall fahren. So, Mons Kollege. Ich dachte, ich bin jetzt voll reingekommen, aber heute sind wir rausgegangen. Haarscharf und ist nicht rausgegangen. Ich hatte jetzt die Minute gewartet. Ja, wir warten, dass das bisschen leer ist. Hier relativ schnell hier. Leer, leicht. Ich habe nur gestartet. Ich bin nicht gepackt, aber mehr. So, das tut mir alles noch nicht, wenn wir vorbeikommen. Da störe ich nicht. Passt. So, jetzt sind wir endlich beim Steier. Wir können weiter schlafen. Wir sind eigentlich schon fast wieder auch am Ende der Folge angekommen. Wir sind jetzt 24 Minuten, aber ich darf mich schon mal für euch verabschieden, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann am Morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stadtenbau, auf der wunderschönen Stadtenbau. Und ja, bis dahin wünsche ich dann einen wunderschönen restlichen Donnerstag und bis morgen. Haut rein und ciao ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.